So, guten Morgen erstmal. Thema der heutigen Vorlesung ist die größte Komponente des Bruttoinlandsproduktes, der Konsum. Wir versuchen das erstmal empirisch zu beschreiben, anzugehen und dann eine theoretische Darstellung der Konsumentenentscheidungen, der Haushaltsentscheidungen, die dazu führen, dass diese Ausgaben getätigt werden und vor allen Dingen, wann sie getätigt werden. Es gibt eine Menge interessante Begründungen dieser Theorie in der Mikroökonomik, aber wird auch diszipliniert durch die Datenlage. Und gerade in Deutschland ist es ein sehr spannendes Thema. Die Konsumausgaben sind sehr stabil über die Konjunktur hinweg. Es gibt allerdings Zeiten, wo Brüche zu sehen sind, und das ist auch theoretisch interessant. Also ich möchte erstmal mit der üblichen Zusammenfassung der letzten Woche und ein paar Anmerkungen zu der intertemporalen Budgetrestriktion bezogen auf ein ganzes Land. Also wir haben im Prinzip die intertemporale Budgetrestriktion eines Haushalts auf heute und morgen reduziert. Und dann haben wir gesehen, dass eine Firma diese Ressourcen ergänzen kann, wie auch immer die Eigentümerstrukturen für diese Firma ist. Wenn man konsolidiert, hat man trotzdem eine makroökonomische Implikation. Und dann haben wir das erweitert auf den Staat, und das möchte ich nochmal vertiefen und erweitern auf das ganze Land, weil die Kapitalverkehrsbilanz eines Landes ist nichts anderes als die Nettokredit- und Investitionsaufnahme gegenüber dem Ausland. Und es ist nichts anderes als eine Erweiterung dieser zweiperiodischen Überlegungen und hat natürlich auch interessante Implikationen für die Diskussion, meinetwegen um Griechenland oder um Spanien, Portugal, aber auch Deutschland und USA. Ja, mit dem mit der Diskussion in der Tasche können wir vielleicht weiterschreiten zur Diskussion des Konsums. Und dann werden wir ganz sorgfältig die Konsumausgaben definieren und fragen, weshalb macht ein Haushalt das? Warum gibt er das Geld aus? Und wo kommt das Geld her? Die Restriktion kennen wir schon von der letzten Woche. Und wenn man das ordentlich darstellt, kann man eine rationale Entscheidung schildern. Es gibt eine Möglichkeit, das grafisch zu machen, ohne Bezug auf die Mathematik oder ganz wenig Bezug. Und dann kann man das auch mathematisch durchdeklinieren und sehen, warum es ab und zu mal zu nicht eindeutigen Ergebnissen kommt. Also das heißt, die Zinserhöhung. Was bewirkt eine Zinserhöhung für den durchschnittlichen Haushalt? Das ist tatsächlich wirtschaftstheoretisch eine offene Frage. Es kommt wirklich darauf an, wie es dem Haushalt steht. Und da sieht man sehr deutlich in der Diskussion bei der EZB im Moment, die Implikation einer Zinserhöhung wird von deutscher Seite sehr positiv hervorgehoben. Andererseits gibt es andere Haushalte in der EU bzw. in der Eurozone, die ganz anders die Dinge betrachten. Und das ist genau ein ganz entscheidender Punkt der Diskussion um die Währungsunion insgesamt, ob das eine gute Idee war oder nicht. Und da können Sie bereits in der siebten Vorlesung das sehen, dass diese Diskussion eine recht makroökonomische Dimension hat. Dann würden wir wahrscheinlich die Konsumfunktion erstmal ansprechen, nächste Woche richtig in alle Fülle ableiten und anwenden. Also letztes Mal hatten wir den Zins zum ersten Mal diskutiert, so eine Art Preis für Geld. Es ist sehr, sehr grob und unklar, unpräzis dargestellt, aber auf jeden Fall in Bezug auf die Zukunft. Dann haben wir das ein bisschen mathematisch formuliert. Wir haben gesehen, dass es einen Barwert gibt. Barwert ist immer ein ganz wichtiger Begriff bei den Bankern. Also Auszahlungen in 10 Jahren ist sicherlich weniger wert als eine Auszahlung heute, aber wie viel? Man kann das sehr quantitativ ausdrücken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geld am Anleihenmarkt aufzunehmen, zu bestimmten Bedingungen, die unterschiedlich sind. Es gibt Coupons, Zahlungen, es gibt reine abgezinste Auszahlungen,
Sie sehen es auch auf dem Hypothekenmarkt, wenn Sie eine Wohnung kaufen wollen, ist es genau dasselbe. Und daher muss man auch Erwartungen hinzuziehen. Die Erwartungen sind ganz wichtig in der Makroökonomik. Die Erwartungsbildung betrifft nicht nur die zukünftige Bewertung des Geldes in Gütern, sondern auch die eigenen Zukunftschancen. Also habe ich einen guten Job in 10 Jahren oder bin ich genau dort, wo ich jetzt bin? Und das wird einträchtig auch, wie heute werden wir ganz deutlich sehen, die Erwartungen der Zukunft ganz kräftig auf die Entscheidungen heute einwirken. Und das ist nicht irrational, das ist meistens sehr rational, was die Menschen machen. Wenn sie eine Wohnung kaufen jetzt und sie ihren ersten Job bekommen haben, versuchen das zu machen, ist es eine Wette. Es ist eine Wette auf die Zukunft, weil es kann durchaus sein, dass die Dinge nicht so rosig entwickeln. Trotzdem ist es rational. Es ist nicht irrational, Kredite aufzunehmen. Es ist auch nicht irrational für eine Firma, das zu tun, auch wenn man gerne selber sich selber finanzieren möchte. Diese Erwartungsbildung ist ein ganz zentraler Punkt in unserem Fach. Dann habe ich mal ein bisschen ausgeführt über das Modell, den Begriff eines Modells und was es bedeutet. Das ist eine Vereinfachung der Realität. Das sollen Sie wirklich immer wieder angucken und überlegen, wenn Sie ein Modell in einer Veranstaltung, in der Makro- oder in der Volkswirtschaftslehre insgesamt kritisieren. Man muss immer fragen, ist es nicht eine gute Darstellung der Realität, sondern kann es uns mit Prognosen versehen oder ausstatten, die nützlich sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll man das Modell wirklich wegwerfen. Und wenn ein Modell so lange überlebt wie dieses Modell von Konsum heute, werden wir sehen, dass es tatsächlich den Wirtschaftspolitikern helfen kann. Ja, dann gingen wir in die Budgetrestriktion eines Haushalts und haben gesehen, es ist relativ einfach darzustellen. Es gibt heute und morgen. Morgen ist sehr abstrakt dargestellt, aber ist auch sehr wuchtig in der Entscheidungsfindung. Also die Zukunftschancen beschränken die Möglichkeiten heute. Und gerade über den Kreditmarkt ist es sehr, sehr sichtbar. Die Menschen, die pessimistisch über die Zukunft denken, werden sicherlich weniger Chancen sehen, morgen auch denselben Lebensstil zu genießen, den sie jetzt haben. Und dann haben wir die Haushalte mit Unternehmen ausgestattet. Das heißt, die Haushalte besitzen die Unternehmen nicht alle, aber irgendwie implizit haben wir alle Anteile an Unternehmen irgendwie. Selbst wenn wir nur bei der Bank unser Geld parken, ist es irgendwie schon, wenn man das alles aggregiert, eine ganz wichtige Einsicht, dass Unternehmen die Ergänzung der Aktivitäten und nicht nur das, sie schaffen die Wertschöpfung, die uns reicher macht. Wenn wir nur Rentiers wären, könnten wir natürlich auch vielleicht unser gegebenes Vermögen anlegen, aber wenn wir das Kapitalvermögen verwenden, um mehr Wertschöpfung und mehr Einkommen zu produzieren, dann macht es uns alle das reicher. Wir haben auch mehr zu verteilen, wenn wir wollen, über das Steuersystem. Dann haben wir den Staat mit einbezogen, weil der Staat natürlich die Möglichkeit ist, diese Umverteilung zu erreichen. Es gibt auch öffentliche Güter, die unbedingt notwendig sind. Es gibt andere, wo man diskutieren kann. Egal, wie sie dazu stehen, ist der Staat da und macht seine Aktivitäten. Wenn man das alles konsolidiert, haben wir tatsächlich eine Möglichkeit, eine Budgetrestriktion des Landes zu sehen, also die Internalisierung der Budgetrestriktionen, auch wenn das ein bisschen weit hergeholt zu sein scheint, gibt es tatsächlich Leute, die über die Zukunft denken, über zukünftige Steuerlasten. Und im Limes ist es ein ganz wichtiger Punkt, weil wir müssen mal sehen, wenn die Menschen so denken, was hat das für Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit des Staates. Okay? Das heißt, wir haben all diese Dinge sozusagen aufgedröselt und angeguckt und jetzt können wir das konsolidieren in eine Art Landesbetrachtung. Also das Land, die Landesgrenzen, die für die Definition des Bruttoinlandsproduktes verwendet werden, die definieren Inländer und Ausländer und diese Inländer haben Tätigkeiten, die über die Landesgrenzen hinausgehen und die sind nicht nur Verkauf und Ankauf von Gütern und Dienstleistungen. Es gibt auch ganz genauso wichtige Kredit- und Investitionsflüsse. Und diese Flüsse sind nach der doppelseitigen Buchführung genau
richtig, wenn sie richtig erfasst werden, heben sie genau diese Ungleichgewichte, die wir messen in der Leistungsbilanz auf. Daher müssen wir wirklich genauso mit denselben Linsen die Nation angucken. Ein Land kann insgesamt durch die Tätigkeiten der Haushalte, Firmen und Staat Kredite aufnehmen oder Kredite vergeben oder ausgeben an das Ausland. Daher entsteht genauso konsolidiert eine intertemporale Budgetrestriktion des Landes. Also es gibt keinen Kontrolleur, der das alles mal tatsächlich mit einem Hebel ändern kann, sondern es gibt die Zusammenfassung von Milliarden von Entscheidungen. Trotzdem können wir es beobachten, es wird gemessen, es gibt großes Interesse daran, wenn ein Land wie Griechenland oder ein Land wie Portugal oder ein Land wie Deutschland mehrfach Kredite aufnimmt aus dem Ausland. Irgendjemand muss es zurückzahlen. Wenn nicht, dann ist dieses Land zahlungsunfähig. Und die Implikationen dieser Budgetrestriktion als solche anzugucken, dadurch kann man verstehen, wieso Politiken entstehen, die erstmal vielleicht diese Entwicklungen ausbremsen, limitieren. Oder auch, wenn es so schlimm ist, dass eine Verbindlichkeitssituation eines Landes so groß ist, dass die Zahlungsfähigkeit gefährdet ist, dass irgendwelche Maßnahmen getätigt werden müssen. Nicht? Also das heißt, gehen Sie zurück auf die erste Vorlesung und wir haben das mal durchdiskutiert. Es gibt eine Leistungsbilanz, CA, Current Account auf Englisch. Nicht? Das ist letztendlich die Summe in Netto aller Erlöse aus dem Handel an Gütern, mit Gütern, Dienstleistungen, breit gesehen und auch Übertragungen. Also wenn man das wirklich weit erfasst, ist, wenn Leute hier Geld in die Türkei überweisen oder nach Amerika überweisen, ist es auch ein Defizit erhöhendes, ein Defizit erhöhender Eintrag in der Leistungsbilanz, weil eben Auszahlungen ans Ausland erfolgen. Man könnte sagen, die Leute erkaufen guten Willen aus der Türkei, aus den USA, aber auf jeden Fall gehen Flüsse nach außen. Und zusammengefasst heißt das die Leistungsbilanz. Gleichzeitig, wenn sowas passiert, muss per doppelte Buchführung Kapitalbilanzeintragungen entstehen, die genau in der gegenlaufenden Richtung sind. Das heißt, wenn Deutschland dann sich brüstet mit Leistungsbilanzüberschüssen, müsste es genauso sein, dass in der gleichen Periode Kapitalverkehrsdefizite entstanden sind. Deutsche haben ihr Geld ins Ausland geschickt. Wie kann man eigentlich sonst Exportüberschüsse erzielen? Ja, das ist ganz logisch. Und daher sind Einwohner, Inländer, die tatsächlich mehr Bankkonten, Überschüsse angehäuft haben, Akquisitionen von Unternehmen in den USA oder im Ausland sonst oder Aktien gekauft haben, Portfolioinvestitionen, alles muss irgendwie stimmen, ansonsten haben wir das falsch gemessen. Und es gibt tatsächlich Fehler bei der Messung, wir wissen das. Und daher gibt es diese Ausgleichsposten, die das alles mal wieder auf Null setzt. Deshalb Kapital, KA steht für Kapitalverkehrsbilanz sozusagen aus dem Privaten. Und dann gibt es die öffentlichen Kapitalverkehrsposten, die hauptsächlich dadurch entstehen, dass die Zentralbank auch tätig wird. Also wenn off negativ ist, in diesem Fall müsste es heißen, dass Zentralbanken auch mitgeliehen haben, damit andere Länder mit diesem Land ein Defizit führt. Also denken Sie mal an die Deutsche Bundesbank zum Beispiel, wenn keine deutschen Investoren nach Griechenland gehen und investieren, wenn die Griechen ein Defizit haben, muss es eigentlich sein, dass die Deutsche Bundesbank über die Europäische Zentralbank auch mal tätig waren und implizit bilanztechnisch Kredite vergeben hat an die griechischen Inländer. Das ist einfach nur, als Beispiel ganz wichtig zu verstehen, wie die Target-2-Salden entstanden sind. Wenn das Ihnen nichts sagt, dann ist es auch nicht wichtig, aber es ist eine politisch sehr brisante Diskussion im Moment. Daher müssten wir diese Diskussion ergänzen oder erweitern. Also wir haben die Leistungsbilanz,
ich habe das schon definiert, ich sage es noch einmal, es gibt eine Bilanz im Handel, in Gütern und Dienstleistungen, ganz, ganz eng gesehen. Dienstleistungen kann man erweitern. Es kann auch, wenn Sie zum Beispiel Ihr Kapital ans Ausland gehen und Verzinsungen erzielen, das ist auch eine Dienstleistung, im erweiterten Sinne, es ist eine Dienstleistung für Ihre Investition im Ausland. Oder wenn Sie im Ausland arbeiten und im Inland wohnen und Erträge zurück nach Hause holen in der Zeit, Sie arbeiten in Frankreich, aber Sie werden in Deutschland bezahlt, dann ist es auch ein Verkauf von Dienstleistungen in diesem Sinne. Und dann gibt es die Übertragung, die ich gleich erwähnt habe, wenn man einfach umsonst Geld ins Ausland schickt, oder man kann auch natürlich Geld bekommen. Aber diese Dienstleistungen, die wir sehen, haben wir immer ein bisschen anders betrachtet, weil wir uns fokussieren auf Kapitaleinkünfte. Und deshalb werden wir gleich so ein bisschen Magie betreiben und die Dienstleistungen trennen und vor allen Dingen uns auf die Investitionseinkünfte im Saldo, per Saldo betrachten. Also wie sieht es aus mit Deutschland? Einkünfte aus dem Ausland, Zinserträge aus dem Ausland und Zinserträge ans Ausland, Investitionen, auch mal meinetwegen Gewinne, die ausgezahlt werden. Daher kann man tatsächlich eine primäre Leistungsbilanz definieren. Und diese primäre Leistungsbilanz ist eine sehr, sehr wichtige Zahl, die man gerade in der Euro-Krise immer wieder aufgerufen hat. Es ist ein Zeichen dafür, dass ein Land nicht nur sozusagen einen Überschuss erzielt, sondern genug Überschuss erzielt, um wenigstens die laufenden Zinserträge, die fällig sind, zu bezahlen. Und wenn wir F als quasi als Abstraktion für diese Auslandsvermögenswerte hier positiv definiert oder negativ wäre es Verbindlichkeiten, dann müsste eigentlich, damit man wirklich mal Fortschritt gegen die Auslandsverschuldung macht, müsste man eigentlich genug einfahren, um wenigstens das zu bezahlen, diese RF. Deshalb IWF fokussiert sich im Wesentlichen auf Primary Current Account, also die primäre Überschuss. Leistungsbilanzüberschuss eines Landes. Primärer Überschuss wird immer wieder zitiert, gerade im besagten Fall von Griechenland. Griechenland hat jetzt primäre Überschüsse, zunächst einmal, weil die Zinsbelastung sehr, sehr stark reduziert wurde, aber auch, weil sie tatsächlich einen Überschuss machen. Sie exportieren und das ist auch eine ganz fortschrittliche Entwicklung, wenigstens aus den Interessen der Kreditgebern. Also auf jeden Fall, wir wollen das reduzieren auf diese vereinfachte Version, um quasi die Parallelität zwischen den Diskussionen oder der Diskussion letzte Woche mit der Situation hier, wenn ein Land, wenn die Inländer Kapitalflüsse haben mit den Ausländern. Also insofern werden wir alles auf RF reduzieren. Wir werden gleich Subskripte einsetzen, damit man sieht, wann diese Verbindlichkeiten fällig sind. Aber nochmals zur Diskussion. Es gibt Bruttoinlandsprodukt. Wir sagten GDP, Gross Domestic Product, und es gibt auch Bruttonationaleinkommen. Und das soll nicht vergessen worden sein, Sie haben das in der ersten Stunde gesehen, das ist der erhebliche Unterschied zwischen, was die Schweizer produzieren im Inland und was sie tatsächlich verdienen aufgrund von ihren mehrfachen Tätigkeiten im Ausland, die ganzen Pharmakonzerne und so weiter. Und deshalb ist das Bruttonationaleinkommen, Gross National Income oder Gross National, es war früher Gross National Product, anders anzusehen von Bruttoinlandsprodukt, also BNI, BIP, BIP. Und der Unterschied ist eben diese Verzinsung von Auslandsaktivitäten, also Investitionen, Auslandspositionen, Nettoinvestitionspositionen im Ausland. Ist RF positiv, ist Bruttonationaleinkommen größer als Bruttoinlandsprodukt. Und umgekehrt, ein Fall wie Irland, wo viele deutsche Firmen tätig sind oder die amerikanischen Unternehmen in Irland tätig sind mit großen Investitionen, sie ziehen jedes Jahr Investitionseinkommen aus Irland ab. Und deshalb ist es in Irland gerade umgekehrt. Das Bruttosozial-
oder Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt in Irland ist größer als das Bruttonationaleinkommen, weil sie eben sehr, sehr viel abführen an die deutschen Investoren, amerikanischen Investoren oder britischen Investoren, die dort tätig sind. Daher ist die Entstehung der Schulden und vor allen Dingen sind das Staatsschulden, aber es kann auch private Schulden sein. Man muss es konsolidieren, das haben wir immer gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Solvenz einer Nation überhaupt zu beurteilen. Deshalb haben wir diese Betrachtung von vornherein immer mit zwei Perioden einfach mal als Modell, um die wichtigsten Dinge hervorzuheben. Und diese Nebensächlichkeit, ist es 2 Jahre oder 3 Jahre fällig oder vielleicht in 10 Jahren, das kann man alles ausblenden mit zwei Perioden. Da kann man genau unsere Notation wiederverwenden. Das wird heute auch wichtig. Sie sehen, über die Definition der Ausgabenseite des Bruttoinlandsproduktes haben wir Konsum C, wir haben Investition I, wir haben Staatsausgaben für Güter und Dienstleistungen G. Das macht alles zusammen die Absorption, die Ausgaben der Inländer, ungeachtet, wer diese Güter verkauft hat. Alles, was übrig bleibt, müsste eigentlich Nettoexporte sein. Das haben wir auch ganz am Anfang der Reise gesehen. Daher könnte man eigentlich diese intertemporale Budgetrestriktion eines Landes, wenn reduziert auf 2 Perioden, wenn die Auslandsschulden ausschließlich Schulden sind und keine Kapitalengagements, die Verzinsung stellt einfach die einzigen Zinseinkünfte dar. Da sehen Sie auf der linken Seite der Barwert der Ausgaben, die ein Land sich leisten kann. In der gegenwärtigen Periode, C plus I plus G, und dann der Barwert von der zweiten Periode, C plus I plus G, in der Periode 2. Das muss in Barwert abgedeckt werden durch die eigene Produktion, Bruttoinlandsprodukt, heute und morgen abgezinst, plus etwaige Einkommen, die ich erzielen kann aus meiner gegenwärtigen Investitionen. Also sei F1 positiv, habe ich was ich noch ausgeben könnte. Und wenn ich verschuldet bin, ist F1 negativ, dann muss ich eigentlich mehr produzieren, als ich tatsächlich in Barwert konsumieren kann. Das ist eine ganz einfache Logik, das erstreckt sich auf mehrere Perioden. Sie können auch Unsicherheit dazu nehmen und mit Erwartungswerten romantieren. Sie kriegen dieselbe Logik. Man kann das umdrehen. Und da kommt man auf diese Logik der verschuldeten Länder. Also wenn man verschuldet ist, nicht? Also wenn es tatsächlich so ist, dass F1 negativ ist, dann müsste ich eigentlich dafür sorgen, dass der Barwert meiner gegenwärtigen und zukünftigen Produktion überschreitet das, was ich selber konsumiere. Also das ist ganz wichtig, denn man kann es umdrehen und schreiben als den Barwert der Überschüsse heute und morgen. Das ist PCA in der Periode 1 und das ist PCA in der Periode 2. Und wenn wir uns zurückbesinnen auf die Definition von Absorption, das sind die Ausgaben, die wir tätigen als Haushalte, Firmen und Staat, egal welche Provenienz der Produktion, das heißt, also in Griechenland wird natürlich deutsche Produktion gekauft und das gehört zu Investitionen, zu Konsum, das fällt nicht unbedingt auf die griechische Produktion. Das heißt, wenn man tatsächlich diese intertemporale Budgetrestriktion wieder einhalten will oder überhaupt einhalten will, muss die Absorption sich anpassen, um diese Freiräume zu schaffen durch die Produktion, die diese Barwerte einhalten. Man kann das mit anderen Worten dasselbe mit diesem A. Und da sehen Sie die die Möglichkeiten für die Wirtschaftspolitik, quasi um ein Land wieder solvent oder überhaupt solvent zu halten, besteht durch angebotsseitigen Maßnahmen, das heißt BIP erhöhen, GDP irgendwie raufsetzen, das ist nicht so einfach von heute auf morgen. Man kann natürlich auch die Ausgaben senken, man kann Staatsausgaben oder Konsum zurückfahren und das ermöglicht auch heute oder morgen die Solvenz eines Landes. Okay?
Ist alles reduziert auf zwei Perioden, weil sie die Logik brauchen. Sie können niemals wie die IWF-Leute mit ihren Spreadsheets dahin gehen und das alles selber lösen. Aber genau diese Logik wird angewendet bei jedem Besuch einer Mission in einem Land, das gerade Probleme hat. Also wir können mal schlussfolgern, die Solvenz einer Nation hängt davon ab, ob diese Nation in der Lage ist, die Primärüberschüsse zu erzeugen. Also wenn das nicht der Fall ist, dann ist ein Land insolvent oder zahlungsunfähig. Und diese Diskussion gab es im letzten Sommer sehr, sehr intensiv. Und das ist eine Frage der Politik, das ist nicht nur eine Frage der Zahlen. Man muss die Politik auch in der Lage bringen, diese notwendigen Entscheidungen herbeizuführen. Vielleicht will ein Land gar nicht solvent sein. Vielleicht ist der politische Wille nicht mehr da, die Steuern zu erhöhen. Und das ist schmerzhaft. Für viele Menschen ist es schmerzhaft, wenn man die Staatsausgaben senkt. Aber auf jeden Fall sieht man einfach von einer reinen technokratischen Betrachtung, was es bedeutet, dass ein Land solvent oder insolvent ist, wenn man in der Lage ist oder nicht ist, diese Primärüberschüsse zu erzeugen. Nicht? Die bestehenden Schulden zu bedienen. Man kann natürlich den Zins senken, das war das Angebot des IWF. Man hat versucht, mal einen niedrigen Zins an die Griechen zu bringen, damit über staatlich organisierten Weiterfinanzierung, das heißt EZB und der IWF, das ist auch ein Angebot. Man senkt R, um diese Solvenz herbeizuführen, aber wenn nicht, dann ist es nicht mehr möglich. Und wenn ein Land hochverschuldet ist, kann man nur durch Wachstum, also durch das BIP-Wachstum oder durch das Wiederansetzen von den Schrauben, die Schulden zu bedienen. Und deshalb kann man sehen, weshalb es zu Krisen kommt, wenn die Kapitalmärkte dahinter stehen, diese Finanzierung zu organisieren, dann ist jeder Kreditgeber natürlich ein bisschen skeptisch, wenn man so eine hohe Verschuldung hat, dass es nicht mehr möglich ist, C oder I oder G zurückzufahren. Gerade G, weil G politisch bestimmt ist, oder die Steuern zu erhöhen oder durchaus das Wachstum in den nächsten 5 oder 10 Jahren zu erhöhen. Das sind sehr harte Wege. Und es verlangt sehr viel von Bevölkerungen. Und dann sehen Sie hier aus dem Economist, aus der Zeitung habe ich mal das geschnitten, da sehen Sie einfach eine sehr starke Korrelation mit der Nettoinvestitionsposition, genau dieses, was wir als F bezeichnet haben, und den Zinsen, die die Kapitalmärkte privat, also von Staaten verlangen, um überhaupt weitere Schulden zu machen. Nicht? Sie sehen ja Portugal und Griechenland. Griechenland die Situation hat sich ein bisschen entschärft in der letzten Zeit, also durch die Politik der EZB, aber im Jahr nach der Krise 2011 hat man einen Zins für 10 Jahresanleihen von 25%. Das kann nur damit die Informationen beinhalten, dass man davon ausgeht, dass Griechenland tatsächlich nicht mehr zahlt. Es ist kein normaler Zins. Wenn ich 25% kriegen würde für eine Investition, würde ich das sofort nehmen. Wenn das Risiko nicht vorhanden ist oder irgendwelche Erwartungswerte so gebildet ist, dass das eine sehr, sehr hohe Ausfallwahrscheinlichkeit mit verbirgt. Da sehen Sie auch, dass Griechenland, Portugal, Spanien relativ hohe negative Investitionspositionen. Das ist eine Aggregation der Landesschulden, der Staatsschulden und privaten Schulden. Es gibt auch viele Firmen in diesen Ländern, die auch in Euro Kredite gegenüber von Ausländern aufgenommen haben. Das ist eine Aggregation. Und dann gehen Sie mal in die andere Richtung, dann haben Sie Luxemburg. Das ist natürlich auch ein Witz, weil Luxemburg ist bekannt. Es ist so eine Riesenbank. Nicht? Interessanter zu vergleichen ist Belgien. Belgien hat einen sehr hohen Staatsschuld, aber trotzdem haben sie auch sehr viele ausländische Engagements. Sie haben große Brutto-Auslandspositionen, auch netto. Sie trinken alle Bier. Sie wissen, dass InBev einer der größten Konzerne überhaupt auf der Welt ist und kontrolliert ganz, ganz massenhaft, auch in Deutschland, die Bierproduktion. Also das sind alle Dinge, die die Belgier in Investitionseinkommen einführen. Und das sieht man an dieser
Net Investment Position, also sehr positive Werte. Deutschland ist auch da im positiven Bereich, auch die Holländer. Nicht? Das entspricht nicht nur Vorurteilen, das ist auch Fakt. Das sind Leute, die mehr gespart haben gegenüber dem Ausland, als sie Kredite aufgenommen haben. Das wird reflektiert in den Zinssätzen. Gut, also für den Herrn, der gerade gekommen ist, wir haben gerade die Diskussion abgeschlossen über die intertemporale Budgetrestriktion ausgeweitet auf das Ausland. Jetzt müssen wir jetzt ein bisschen fortschreiten zum eigentlichen Punkt heute. Wir wollten das Verhalten der Konsumenten, des Haushalts, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und vor allen Dingen deswegen, weil die Konsumausgaben ein ganz großer Anteil des BIP darstellen. Und wir müssen auch mal zur Kenntnis nehmen, dass die Konsumausgaben relativ stabil sind. Das ist der Anker der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Leute, die sich damit beschäftigen, dass die Volatilität, also die Variabilität, die Schwankungen der Wachstumsraten der realen Konsumausgaben ist relativ klein verglichen mit den Investitionen und mit dem Staat ist es ungefähr gleich auf, aber mit den ausländischen Nachfragenquellen. Das ist auch in Deutschland sehr wichtig. Also insofern haben wir mit Präferenzen der Haushalte zu tun und Haushalte haben Präferenzen, aber sie haben auch Beschränkungen. Deshalb ist es eine einfache Anwendung von der Theorie in der Mikroökonomie. Ich gehöre zu den Makroökonomen, die sehr, sehr stark sich dafür stark machen, dass makroökonomische Gesetzmäßigkeiten mit mikroökonomischem Verständnis angegangen werden. Und deshalb werden wir sowohl grafisch das alles mal angucken. Wir werden auch ein paar interessante Veränderungen, sogenannte komparative Statik mit Graphen erstmal machen, mit Grafiken. Und dann werden wir das mit Mathe machen. Und wir werden auch die Rolle des Zinssatzes sehen. Das ist auch eine ganz wichtige Einsicht für heute. Sie wissen ja, eine der größten Diskussionen überhaupt, ich habe schon angedeutet, ist, ob die EZB der Fed folgen sollte in der nächsten Zeit und die Zinssätze erhöhen. Und es gibt eine ganz, ganz heiße Diskussion in Europa jetzt. Die Deutschen sind auf einer Seite und vielleicht die Holländer und die Finnen. Und auf der anderen Seite ist die gesamte versammelte europäische Mannschaft, die dagegen sind. Und die Interessenslage, die diese Diskussion anfacht, ist genau die Diskussion, die Sie selber mal zu eigen machen müssen, weil es zeigt, ich meine, man kann eine Meinung haben, aber man kann trotzdem die Auswirkungen einer Zinserhöhung gut verstehen und auch darüber einig sein. Und es hängt davon ab, ob man Kreditgeber oder Kreditnehmer ist. Ganz einfach. Also, letztes Mal hatte ich mal den Namen Irving Fisher erwähnt. Also der Typ war wirklich sehr clever, nicht in Aktieninvestitionen, aber sonst war er sehr clever. Und er hat tatsächlich in diesem Buch, das auch in Deutschland sehr, sehr früh in den 30er Jahren rausgekommen ist, erkannt, dass Ausgeben von Geld selbst für investive Zwecke dient immer dazu, uns glücklicher zu machen oder gesünder zu machen oder irgendwie mal besser zu stellen oder sicherer zu machen. Deshalb Investitionen auch, längerfristig werden wir sehen, dienen auch dem Konsum. Aber auch die unmittelbaren Konsumausgaben haben einen Zweck. Und dann gibt es die Möglichkeit, alles jetzt auszugeben oder man kann natürlich auch ein bisschen das strecken. Und dieses Strecken scheint irgendwie bei den Haushalten ein ganz wichtiger Wunsch zu sein. Und das ergeben sehr, sehr viele Befragungen, auch bei den Haushalten, die sich verrückt verhalten. Die wollen trotzdem eine gewisse Glättung ihrer Lebenschancen. Man spricht immer von nachhaltigen Ausgaben. Kann ich mir das leisten? Soll ich das Auto kaufen? Vielleicht kriege ich die Raten nicht mehr hin. Das sind alle Überlegungen. Was hat das für zukünftige Bedeutung für meine zukünftigen Haushaltsausgaben, wenn ich jetzt was bezahle und kaufe? Und Irving Fisher hat sich intensiv damit beschäftigt, nicht nur mit der Budgetrestriktion, die wir letzte Woche gemacht haben, sondern auch mit der Entscheidung des Haushalts. Und kann man das als rationale Entscheidung verstehen, auch wenn es Abweichungen gibt von Zeit zu Zeit. Und das werden wir heute durchdeklinieren
In späteren makroökonomischen Vorstellungen werden wir diese Idee erweitern auf mehreren Perioden, auf Unsicherheit in vielen Dimensionen. Aber die Grundlogik für die Leute, die BWL machen und hier abhauen möchten, kann ich auch respektieren. Die Idee ist sehr robust. Die Idee ist sehr, sehr robust. Daher möchte ich mal Folgendes, ich möchte mal die Konsumausgaben durchdeklinieren. Es verstehen sich sehr, sehr viele Dinge unter dieser Haube von Konsum. C, nicht? Bevor wir nächste Woche I machen, dann müssen wir C machen. Und diese Ausgaben sind riesengroß, aber die haben alle diese Eigenschaft, die wir unmittelbaren Genuss oder Sicherheit oder Gesundheit davon bekommen. Die sind relativ stabil, habe ich schon gesagt. Es gibt trotzdem Variationen über die Familien hinweg, über Lebensverhältnisse hinweg, über die Zeit hinweg. Es gibt auch unterschiedliche Präferenzen. Wir betrachten eine durchschnittliche Entscheidung, einen durchschnittlichen Haushalt. Es gibt auch Dinge, die wir selber produzieren. Das sind auch schöne Ergänzungen. Sie können auch zu Hause selber mal stricken, eigene Wollmütze oder Strickjacke selber machen. Es gibt auch Männer, die das machen. Es ist auch eine tolle Beschäftigung, ja. Aber das geht nicht ins BIP hinein, es geht auch in die Ausgaben hinein. Insofern muss man auch immer im Kopf haben, es gibt Haushalte, die zu Hause was machen, die auch als Konsum gelten, die nicht in unsere schöne BIP-Rechnung fließen. Deshalb müssen wir uns mal damit beschäftigen. Irgendwann mal kommen Sie wieder darauf zurück. Aber denken Sie mal darüber nach, es gibt immer die Möglichkeit, anstatt arbeiten zu gehen, man kann zu Hause was machen und dies hat Wert. Vielleicht nicht unbedingt vermarkteten Wert, aber es hat auf jeden Fall Wert. Erstmal die Konsumausgaben ein bisschen näher angucken. Das habe ich geholt aus der europäischen Statistik, aus dem Eurostat, und die ist eine sehr schöne Grafik, finde ich. Das ist eine Also in 10 Kategorien, die sogenannte CP-Kategorien, ich habe 10, ich glaube das sind 10 oder 12 ausgesucht, ja 12. Und da sehen Sie, es kommt alles auf 100%, das ist die gesamten Konsumausgaben in der Europäischen Union. Also sehr, sehr grob, also ein bisschen, aber damit Sie eine Idee bekommen, was sind die wichtigsten Dinge für uns. Und wer hätte es gedacht, das Wichtigste ist Wohnung, Energie, Strom. Dann sind wir schon bei 25% der Haushaltsausgaben im Schnitt. Es gibt Leute, die natürlich weniger dafür ausgeben. Es gibt Leute, die ein bisschen mehr dafür ausgeben. Aber es ist so als Prozentsatz, es geht hier um 3,4 Billionen Euro. Das ist eine Menge Geld. Das sind auch relativ logischerweise stabile Ausgaben. Und dann kommen Dinge wie Transport. Wir müssen ein Auto haben, Bustickets kaufen, Flugzeuge mal Plätze einnehmen und so weiter. Dann haben wir schon auch eine Stange Geld da. Und da kommen also das Lebensmittel, Essen, Trinken, nicht alkoholische Getränke. Das ist schon mal eine Menge Geld. Wir sind 1,8 Billionen. Sie müssen sich im Kopf behalten, das BIP von der Europäischen Union ist vergleichbar mit den Vereinigten Staaten. Das ist wahrscheinlich ein Stück größer mit den neuen Beitritten. Aber es lässt sich weiter aufdröseln. Man kann natürlich Unterhaltung, Kultur, das ist die CP9-Kategorie, Restaurants, Gaststätten. Und dann wird es immer kleiner. Natürlich, man bewegt sich so eine halbe Billion. Eine Billion ist eine Menge Geld. Das ist 1000 Milliarden. Das ist schon viel. Und dann gibt es Klamotten und dann alkoholische Getränke, ist auch unterschiedlich von Land zu Land. Es gibt sehr schöne Statistiken. Wenn es Sie interessiert, können Sie auf die europäische, die Eurostat-Webseite gehen und Sie sehen die unterschiedliche Gewichtung von alkoholischen Getränken in den verschiedenen europäischen Ländern. Es ist durchaus unterschiedlich, weil es die Budgetanteile durchaus unterschiedlich ausfallen. Dann gibt es Gesundheit, ganz wichtig. Wobei man natürlich auch mal staatlich, privat auseinandertrennen muss. Es gibt auch Möglichkeiten, das zusammenzuführen, um das etwas vergleichbarer zu machen, weil es einige Länder, aber in Europa ist alles ziemlich vom Staate getragen. Insofern ist es, soll man nicht unbedingt mal mit den USA vergleichen. Die USA sind die Konsumausgaben erheblich größer, weil die Konsumausgaben nicht dem Staat zugeordnet sind, sondern den privaten Haushalten. Dann gibt es Kommunikation und Bildung, CP10, sind wir schon bei, also selbst in einem Europa, wo die
Bildung massiv vom Staate getragen sind, ist es trotzdem eine Menge, was für Bildung aufgewendet wird. Okay? Und dann können wir natürlich über die Länder hinweg gucken, also wie unterscheiden sich die Ausgaben nach diesen ziemlich universellen Kategoriedefinitionen. Man sieht auch, es gibt Unterschiede, aber im Grunde ist es, wie ich gesagt habe, zwischen 50% und 65% in Europa, in Amerika bei 70% Konsum. Wenn Sie Konsumausgaben verstehen, haben Sie 50% bis 65% der ganzen Musik verstanden. Und das Glückliche für mich als Ökonom ist, dass diese Ausgaben relativ stabil sind, weil die Haushalte ein Interesse daran haben. Die wollen nicht irgendwie mal, weil sie Lotto gewonnen haben, nicht mal alles in ein teures Auto setzen, sondern das sieht man immer, die Leute versuchen das Lebensglück irgendwie zu strecken. Und das ist die Grundidee in diesen Zahlen. Das ist so ein Mittelwert über 10 Jahre. Man sieht auch eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Ländern. Aber wie gesagt, wir wissen aus dem Solow-Modell, dass einige Länder mehr investieren müssten eigentlich, wenn sie zum selben Ziel hinwachsen. Und auch wenn sie es nicht tun, würde man unterschiedliche Investitionsquoten erwarten. Und das sieht man auch da. Es gibt Staatsausgaben, die auch getätigt werden müssen. Sie sehen in Europa, das ist auch eine relativ große Stange Geld. Verglichen mit der Schweiz oder mit den USA ist es durchaus anders. Und dann kann man das über Zeit hinweg angucken. Da sehen Sie auch, hier haben wir die USA. Das ist, Deutschland. USA kommt gleich. Das ist, das ist vielleicht sogar nicht mal richtig. Nee, das ist Deutschland, ja. Da ist USA. Ich hab den leichten. Nee, das ist korrekt. Das ist korrekt. Sie sehen erstmal, dass die Konsumausgaben in Deutschland relativ stabil sind über die Zeit hinweg. Das ist kein Trick. Ne? Das ist wirklich so. Es wächst sehr, sehr langsam. Die Wachstumsraten des Konsums, gerade seit den 90er Jahren, relativ bescheiden. Trotzdem gibt es Schwankungen im BIP, die erheblich sind. Und das BIP ist unsere Einkünfte. Das heißt, die Menschen haben irgendwie einen Versuch gestartet, diese Konsumausgaben zu glätten. Oder der Staat sorgt dafür. Aber der Staat kann nicht dafür sorgen, weil wir alle frei sind, unsere Ausgaben zu tätigen, wie wir wollen. Sie sehen die Kurven X und Z. Das sind die Export- und Importausgaben. Noch mehr Schwankungen vorhanden. Und die Investitionen auch, das ist auch bekannt, die Investitionsschwankungen sind erheblich. Und G ist diese rote Kurve, ist auch glatt wie der Konsum, wahrscheinlich weil sie auch zum Teil substituierbar sind. Konsum des Staates ist natürlich Sachen wie Sicherheit und nationale Verteidigung, Bereitstellung von Universitäten und Schulen und so weiter. Also Sie sehen durchaus große Unterschiede in den ganzen Reihen. Und dann können Sie es mit Amerika vergleichen, ähnlich. Das heißt, obwohl die Deutschen und Amerikaner sehr unterschiedlich sind, haben sie gemeinsame Verhaltensweisen. Sie sehen auch ganz interessante Unterschiede um die Finanzkrise herum. Schauen Sie sich mal die deutschen Konsumausgaben. Die haben sich kaum geändert über die Finanzkrise. Die Amerikaner deutlich. Also wenn man einfach mal diese weiße Kurve extrapoliert, seit 2008 kriegen wir einen Trend, wenn man das logarithmiert macht, macht man das richtig, kriegt man eine Abweichung von zwischen 5% und 7% des damaligen Trends bis 2008. Und dieser Trend ist noch nicht wieder erreicht worden. Es betrifft auch Y, das heißt die amerikanische Bruttoinlandsproduktentwicklung wächst wieder, aber von einem neuen Trend, der durchaus herabgesetzt oder runtergesetzt wurde von dem Trend bis 2008. Deutschland, USA. Also die Deutschen haben auch so einen Bruch erlebt, aber sie hatten vor der Krise auch einen etwas stärkeren, eine stärkere Wachstumsentwicklung und daher kann man das mehr oder weniger entlang des alten Trends seit der Einführung des Euro.
USA, Deutschland. Also durchaus unterschiedliche Entwicklungen. Die Haushalte haben unterschiedlich reagiert. Man fragt sich, was ist denn das? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir versuchen jetzt mit einer Theorie anzuzeigen, was könnte sein, dass diese unterschiedliche Entwicklung erklären kann. Wir haben die Definition gemacht, wir haben die Grundlage gelegt sozusagen, jetzt machen wir die Theorie. Und ich meine, es ist immer, wir reden von Konsumausgaben und ich habe auch diese 12 Kategorien des Eurostat gezeigt, um zu zeigen, es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, Konsumausgaben zu tätigen. Wir haben ein Problem, dass wir wirklich auf das Wesentliche uns fokussieren wollen. Das heißt, nehmen wir immer diese Idee von einem Higgs-Bündel. Also Higgs hat irgendwie gesagt, wenn die Preise relativ stabil sind, werden die Menschen bei gegebenem Einkommen dieses Bündel immer kaufen. Wenn man ein bisschen mehr Einkommen geben, würden sie ein bisschen mehr von diesem Bündel kaufen. Es wird wenig große Verschiebungen wegen Einkommenseffekten geben. Und wir nehmen diesen Warenkorb als den Konsum. Das ist eine wichtige Vereinfachung für uns. Ansonsten müssen wir die Mohrrübenausgaben des Haushalts mitverfolgen. Es ist irrelevant. Das sind Nullmaßbeiträge zu einem Riesending. Und daher müssen wir die Abstraktion machen. Wichtiger und interessanter wird natürlich, wenn wir bestimmte Güterklassen berücksichtigen. Sie haben gesehen, es gibt die Aufrechterhaltung des Haushalts, Haushaltsgüter. Also wenn Sie einen Staubsauger kaufen, das geht in den deutschen C ein, aber Sie werden diesen Staubsauger hoffentlich nächstes Jahr auch noch verwenden können. Das heißt, Sie werden den Staubsauger nächstes Jahr nicht kaufen müssen. Sie werden wahrscheinlich 10 Jahre lang diesen Staubsauger benutzen. Und wenn das der Fall ist, dann würde man eigentlich sagen, ja, vielleicht haben wir diesen Konsum vermessen, wir haben das falsch irgendwie erfasst, weil die Nutzung des Staubsaugers als Kapitalgut, um unsere Dienstleistungen, Wohnungen sauber machen, herzustellen, ist vielleicht langfristig mehr, als wir dachten. Deshalb haben wir immer das Problem mit einem Kontinuum von kapitalartigen Gütern. Also wir haben tatsächlich Autos, wir haben Staubsauger, dann haben wir das Brot, das Sie heute gekauft haben für Frühstück. Sie können es vielleicht noch morgen essen, aber dann ist es nicht mehr genießbar. Nicht? Man hat dieses Kontinuum der Fälligkeit, also die Abnutzung, wenn Sie wollen. Also insofern ist es wirklich alles mit Vorsicht zu genießen. Diese Klassifizierungen sind tatsächlich etwas willkürlich. Trotzdem, und gerade deswegen, ist die intertemporale Dimension sehr wichtig. Und deshalb haben Haushalte immer ein Interesse, vielleicht doch den richtigen Staubsauger zu kaufen, damit man es nicht jedes Jahr wieder neu ersetzen muss. Daher fangen wir mit der Budgetrestriktion an, mit diesem Vorbehalt. Wenn Sie sehen, Konsum ist meine Kontrollvariable, Konsum heute und morgen. Ich kann das regeln unter der Restriktion, dass ich nichts mehr in Barwert ausgebe über meine Lebenszeit heute und morgen. Als der Zins und mein Vermögen, meine Ausstattung erlaubt. Und das heißt, die Präferenzen werden das entscheiden. Also wir können uns entlang dieser Restriktion, man kann halt natürlich auch innerhalb oder unterhalb der Budgetrestriktion sich bewegen, aber das wäre verschwenderisch, wir schmeißen Güter weg. Das macht man nicht. Insofern werden wir einen Punkt entlang BD wählen. Und um das zu tun, brauchen wir eine Logik. Also wir werden deduktiv vorgehen. Wir werden eine ganz niedrige Anzahl von Annahmen treffen, die wir meinen, dazu führen, dass die Kernentscheidungen der Haushalte abgebildet werden. Vor allen Dingen das Glättungsmotiv, das ist sehr wichtig. Und wir wollen eine Theorie, dass das wenigstens für die meisten Haushalte, wo wir es beobachten, wieder gibt. Und dann wollen wir sehen, weshalb es Haushalte gibt, die diese Verhaltensregeln verletzen.
Das heißt, wir wollen nicht nur engstirnig sagen, alle Haushalte glätten, sondern wir wollen sagen, es gibt empirische Evidenz, dass einige Haushalte vielleicht nicht glätten. Weshalb könnte es sein, im Rahmen dieser Theorie, vielleicht weil sie nicht zur Bank gehen können, sie kriegen keine Kreditkarte, sie können auch einfach nicht uneingeschränkt gegen zukünftige Einkünfte Kredite aufnehmen. Das heißt, wir haben eine Präferenzordnung, die im Groben beschreiben sollte, was die Konsumenten wollen. Nicht? Also eine Nutzenfunktion ist die übliche Möglichkeit, aber wir können primitivere sein. Wir sagen, es gibt einfach Indifferenzkurven. Es gibt einfach Kombinationen der Indifferenz zwischen Konsum heute und morgen. Und zumal diese Güter nicht lagerfähig sind, per Annahme, es geht um nicht lagerbare Konsumgüter, da müssen wir einfach mal fragen, es gibt bestimmte Axiome, die Sie aus der Mikroökonomie kennen. Also wir wollen Transitivität. Nicht, wenn ich dieses Bündel besser finde als dieses und dieses besser als dieses, kann es nicht sein, dass ich dieses wiederum besser als das erste finde. Also es muss eine gewisse Rationalität dabei sein. Okay? Auch wenn ich Ihnen ein bisschen mehr anbiete, müssen Sie einfach normalerweise, wenn es ohne Kosten verbunden ist, müssen Sie einfach sagen, ja, das ist mir lieber. Ich würde lieber ein bisschen mehr, wenn Sie bei dem Bäcker sind und der Bäcker sagt, ja, möchten Sie noch ein Brötchen? Ich schenke es Ihnen. Dann sagen Sie nicht, nee, Sie können es mal wegschmeißen. Nein, also wir beobachten, Menschen sind schon so. Ich meine, wir sehen nicht von der Option zu verschenken auch. Das gehört auch dazu. Man kann auch Präferenzen über Schenkung haben. Aber hier geht es nur darum, was brauche ich, um am Leben zu bleiben. Und daher machen wir erstmal das grafisch. Wir werden gleich die mathematische Variante auch mal aufstellen. Also wir fangen mit einer Möglichkeit, Indifferenz über Güter darzustellen. Man kann entweder die Kurven schreiben, abbilden, oder man kann eine Nutzenfunktion als eine Darstellung dieser Indifferenz zeigen. Das ist die präferierte Möglichkeit heutzutage. Ich werde gleichzeitig beide machen. In der formalen Darstellung werden wir natürlich die Nutzenfunktion benutzen. Die Nutzenfunktion wird gerade all diese Eigenschaften transportieren, die ich mal abgebildet habe. Transitivität zum Beispiel, Konsistenzen über die Zeit, auch die Stetigkeit der Präferenzen ein bisschen, und auch die Tatsache, dass ein bisschen mehr besser ist. Also die erste Möglichkeit, grafisch darzustellen. Jede von dieser Kurve entspricht einem Niveau an Glück oder Nutzen. Und das heißt, wenn ich diese Kurve nehme, diese Funktion nehme, würde ich mal U quer Balken 1, und das wäre meinetwegen ganz unten, und U quer Balken 2 wäre die nächste. Eine ganze Schar von diesen Indifferenzenkurven sind vorstellbar. Und wenn wir rational sind, wollen wir bei den gegebenen Möglichkeiten immer weiter nach außen kommen. Es ist einfach eine Annahme. Vielleicht wurschteln bestimmte Menschen durch die Welt und denken gar nicht darüber nach, aber die meisten Menschen scheinen tatsächlich sich Gedanken zu machen. Ansonsten würden wir die Reaktion, gerade in Deutschland, wo die Sparfüchse leben, auf Angebote von Aldi und so weiter nicht beobachten. Das heißt, wir werden das Gorschensche Gesetz aufnehmen. Wir werden davon ausgehen, dass die Substituierbarkeit von Gütern wohl definiert ist und eine gewisse Konstanz hat, wenigstens gegeben andere Argumente würden wir tatsächlich davon ausgehen, dass eine Substituierbarkeit vorhanden ist. Und diese Substituierbarkeit ist nichts anderes als der Anstieg der Indifferenzkurve an der Stelle. Und diese Stelle kann sich ändern, deshalb kann die Grenzrate der Substitution bzw. der Anstieg dieser Indifferenzkurve an der Stelle sich ändern. Und sie wird tatsächlich fallen, indem ich immer mehr von diesem Gut habe, und sie wird steigen, wenn ich immer weniger habe. Das heißt, logischerweise werden diese Kurven eine gewisse Konvexität zum Ursprung hin darstellen. Und mit anderen Worten ist die Nutzenfunktion konkav. Das hat bestimmte Implikationen für die zweite Ableitung der Nutzenfunktion nach den jeweiligen Argumenten. Nicht? Also es gibt, man kann
Das wissen Sie alle aus der Mikroökonomie. Ich wiederhole das, weil es immer Wiederholung immer gut ist. Es gibt den normalen Fall. Es gibt einen Fall, wo das überhaupt nicht möglich ist zu substituieren. Es gibt immer Menschen, und das ist auch schön, dass unsere Theorie das erfassen kann. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich konsumiere 1 Liter Milch heute und 1 Liter Milch morgen und das war es. Oder vielleicht sogar 2 Liter Milch morgen, aber egal welche Preise ich habe, ich werde immer diese Kombination haben. Und wenn Sie mich besser stellen wollen, müssen Sie mir mehr Milch in beiden Perioden geben. Das ist sogenannte Leontief-Präferenzen, wo die Grenzsubstitution, also die Substituierbarkeit eigentlich null ist. Also es gibt einfach nur durch eine Erhöhung der Gesamtausstattung eine Möglichkeit, die Menschen glücklicher zu machen. Es gibt solche Menschen. Es gibt Menschen, die wirklich darauf bestehen, das Auto heute und das Auto morgen. Nicht das Auto heute und ich muss es verkaufen, weil ich die Rate nicht mehr zahlen kann. Also sowas. Und dann gibt es einen anderen Extremfall, wo die Substitution mehr oder weniger eine Konstante darstellt. Die Grenzrate der Substitution variiert nicht nach dem Gaußschen Gesetz, sondern es ist einfach konstant. Ich bin bereit, wenn Sie mir einen besseren Milchpreis heute anbieten, dann werde ich alles in die Gegenwart ziehen oder umgekehrt. Also solche Möglichkeiten gibt es auch. Und darstellbar ist es alles so, das ist der normale Fall. Sie sehen, die Konvexität der Kurven impliziert eine steigende Grenzsubstitutionsrate. Je weniger von dem Konsum heute habe, desto mehr ich morgen verzichten will, um quasi Konsum in die Gegenwart zu holen und umgekehrt. Hier ist die Leontief-Möglichkeit. Sehen Sie, die Substitutionsmöglichkeiten sind nicht gegeben. Mich glücklich macht, heißt, ich müsste eigentlich eine höhere L-förmige Indifferenzkurve erreichen. Das kann ich nur durch eine Mehrausstattung an Ressourcen insgesamt. Und das sind die konstanten Substitutionsraten. Also wenn man es ganz streng nimmt, sollen diese Kurven die Achsen nicht schneiden, ansonsten gibt es theoretische Schwierigkeiten. Das heißt, also bei Null ist man ein bisschen, es ist eine offene Menge. Also wie verhält sich der Mensch optimal unter diesen Bedingungen? Das ist ganz einfach. Man spricht von einem Konsumplan, einem Konsumsparplan, wenn Sie wollen. Wir können die Kapitalmarktbedingungen auch mit einbeziehen. Also wir gehen immer noch davon aus, dass diese Budgetrestriktion linear ist. Es gibt keine steigenden Zinsen, wenn ich zu viel Kredit aufnehme, weil es wirklich sich um eine repräsentative Darstellung der Haushaltsentscheidungen darstellt. Sie können gerne mal mikroökonomisch das alles aufschreiben. Das ist schon seit Jahrzehnten bekannt. Aber zum Verständnis der lokalen Entwicklung der Makroökonomie trägt es nicht besonders viel bei. Und da können wir ein schönes Beispiel daraus machen. Also wir können unterschiedliche Einkommensprofile kombinieren und zeigen, dass gerade bei diesen beiden Möglichkeiten eine vergleichbare Gesamtausstattung, Barwerteausstattung vorhanden ist und man kann durchaus zu vergleichbare Konsumentscheidungen führen. Also hier ist der Budgetrestriktion. Anstieg ist 1 plus R, weil eben zum Ende der Zeit, zum Ende dieser zwei periodischen Betrachtungen, diese Kuso-Existenz, muss alles zurückbezahlt werden, wenn man Kredite aufgenommen hat. Man kriegt alles als Kapital und Zinsen bezahlt in der zweiten Periode. Wenn man Kreditgeber ist, dann kann man das tatsächlich für Konsum ausgeben. Und bei diesen Möglichkeiten hat man tatsächlich eine Abgleich mit den Indifferenzkurven, also wie kann ich meine Indifferenzkurven am weitesten nach außen schieben und trotzdem keine Budgetverletzungen, Budgetrestriktionen verletzen. Und da sehen Sie diese rosane Kurve, also diese mittlere, stellt genau den Punkt dar, wo ich noch meine intertemporale Budgetrestriktion einhalte und meinen Nutzen maximiert habe. Und ganz logisch kann man sehen, dass der Tangentialpunkt dieser Indifferenzkurve mit der Budgetrestriktion ist verbal der Punkt, wo die Substitutionsrate für mich persönlich gleich dem marktlichen oder intertemporalen Ressourcenaustauschmöglichkeit gleich ist, den der Kapitalmarkt hergibt.
also der Bruttozins 1 plus R. Und das gibt mir die Möglichkeit, meine Konsumpläne zu gestalten. Sie sehen, bei den gegebenen Präferenzen ist C2, C1 relativ nah beieinander. Die müssen nicht gleich sein, aber sie sind sehr nah beieinander, obwohl ich vielleicht eine Ausstattung hätte, vielleicht mit 0 Einkommen heute und D in der zweiten Periode oder gleichzeitig B in der ersten Periode und nichts in der zweiten Periode. Und man kann natürlich diese schönen Vergleiche machen, das werde ich gleich sagen. Aber all diese Punkte sind vom Barwert her gleich und die ermöglichen denselben Konsum oder dasselbe Konsumprofil über die zwei Perioden hinweg. Und man sieht auch, bei normalen Präferenzen heißt es auch, dass man versucht, optimal Konsum zu gestalten, dass die Schwankungen der Konsum verglichen mit den Schwankungen der Einkünfte relativ kleiner sind. Das heißt, wir schließen ein, es könnte Leute, die sehr viel in der zweiten Periode verdienen, das sind die Studenten hier anwesend, die werden alle in der Zukunft viel besser verdienen als jetzt, nicht? Und sie können auch durch eine gezielte Kreditaufnahme von ihren Eltern, aber auch von der Bank, sie kaufen sich eine Wohnung, vielleicht erstmal einen Job haben, aber auf jeden Fall durch den Nachweis können sie die Einkünfte sozusagen in die Gegenwart bringen, indem sie mehr konsumieren. Sie sehen ja, Y1 ist durchaus kleiner als CC1. Und der Unterschied ist eben diese Kreditaufnahme, Kreditkarte oder Darlehen von den Eltern. Und in der zweiten Periode werden sie natürlich etwas weniger konsumieren, verglichen mit den damaligen Zinsen, Einkommen. Dann müssen sie ihre Kredite bedienen und die Kredite tilgen. Also, das ist die eine Möglichkeit, aber es gibt genauso eine Möglichkeit, wo man ist Berufssportler oder spielt Platten oder Musik in einem Club, die verdienen sehr viel Geld, aber wie lange? Nicht? Wie lange? Es ist sehr kurzlebig, dieses Leben, dieses Künstlerleben. Michael Jackson, nicht? Also, das ist ein sehr kurzes Leben, aber auch künstlerisch gesehen, also die Einkommen kommen ganz, ganz vorne und dann muss man irgendwie sich überlegen, was mache ich mit meinem Geld? Und Sie lesen natürlich über die Gescheiterten, die irgendwie mal das alles verschwendet haben. Die meisten machen das nicht. Sonst würde es nicht so viel Geld in den Banken liegen. Insofern gibt es Leute wie Punkt A hier, sehr viel verdient heute und legt das vernünftig an und kann mit 50 oder 55 auch ein schönes Leben genießen. Viel besser als er sonst hätte machen können. Also wenn man autark ist und auf den Kapitalmarkt verzichtet, hat man deutlich weniger Nutzen. Und Kapitalmarkt heißt nicht nur nehmen, 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 es kann auch geben, geben, geben sein. Nicht? Gut investiert Geld kann auch Konsum morgen erhöhen und uns glücklicher machen. Das ist genau dieser andere Fall. Also durch die Ersparnisse von heute habe ich die Möglichkeit, in der Zukunft besser zu leben. Einige von Ihnen gehen vielleicht zu einer Bank. Wenn Sie Glück haben, werden Sie vielleicht auch eine gute Stelle bekommen. Diese Leute haben auch sehr unsicheres Einkommen. Man redet immer über die Boni, aber ich glaube, viele Banker haben nicht den Luxus, jedes Jahr einen Bonus zu bekommen. Und wenn man das bekommt, sollte man vielleicht vernünftig damit umgehen. Das ist nur so ein kleiner Hinweis. Ich kenne Leute, die das getan haben. Ich kenne auch Leute, die sich massiv verschätzt haben. Und da gibt es große Wohlfahrtskosten, die dabei zu beobachten sind. Man kann auch von dieser Theorie gleich den Schluss ziehen, wie sieht es aus, wenn ich Erhöhungen heute beobachte, die unterschiedlich gedeutet werden können. Ob das tatsächlich was für meine Zukunft bedeutet. Sie gewinnen Lotto zum Beispiel oder Sie haben ein schlechtes Jahr. Was hat das für die Zukunft zu bedeuten? Wenn Sie sehen, die deutsche Entwicklung des BIP war radikal brüchig 2008, 2009, trotzdem sind die Konsumausgaben relativ glatt. Und eine Interpretation ist, die Menschen haben das anders eingeschätzt als die Amerikaner. Die haben ebenso scharfe Rückgänge des BIP im Jahr 2008, 2009 erleben müssen. Und ihre Ausgaben, ihre Haushaltsausgaben sind sehr stark zurückgegangen, obwohl die Amerikaner bekanntermaßen leicht an eine Kreditkarte kommen.
Eigentlich müssten die Deutschen weniger glätten können, weil sie nicht so einfach ihre Kreditkarten bekommen. Aber offensichtlich haben die Deutschen genau reagiert, wie die Theorie das eigentlich prognostiziert. Und Schlussfolgerung, die Amerikaner haben diese Krise als eher eine permanente Veränderung ihrer Lebenschancen, ihrer Einkommenschancen gesehen, als die deutschen Haushalte. Das ist eine Interpretation, ich versuche das mal zu vertiefen. Es gibt andere, natürlich andere Beispiele. Im Lehrbuch gibt es ein Beispiel, die von Ihnen gar nicht bekannten Ölpreisentwicklungen. Stellen Sie sich mal vor, der Benzinpreis verdreifacht sich in wenigen Monaten. So war das in den 70er Jahren. Nicht? Und für ein Land wie Deutschland oder für Amerika, sehr, sehr abhängig vom Auto, war das wie eine Steuer. Die Haushalte hatten kein Geld und man musste Schlange stehen, um tanken zu können. Das war eine radikale Veränderung. Die Frage war immer, ist das permanent? Soll ich mal meine Konsumausgaben zurückschrauben oder soll ich einfach mal jetzt vom Pump leben, weil ich weiß, irgendwann mal wird das wieder gut werden. Das ist eine sehr spannende Sache. Es gab einen zweiten Ölschock und man kann tatsächlich das Ganze wie eine Steuer. Weil die Elastizität der Benzinnachfrage ist bekanntlich selbst heute sehr, sehr gering. Und es kann sich nur mit der Zeit ändern. Man kauft billigere, sparsamere Autos oder man schaltet um auf öffentliche Verkehrsmittel. Aber auf jeden Fall sind diese Reaktionen sehr lange im Kommen. Genauso kann man argumentieren und man kann das theoretisch ableiten. Es ist genauso gekommen. Die Länder, die sehr, sehr abhängig von Öl waren, auch Deutschland in den 70er Jahren, Westdeutschland, hat eine sehr, sehr starke Entwicklung der primären Leistungsbilanz und auch der totale Gesamtleistungsbilanz negativ, weil man versucht hat, kurzfristig über die Runde zu kommen, über Kredite, und zwar aus Saudi-Arabien, aus den arabischen Ländern, die damals sehr reich geworden sind durch diese Ölpreiserhöhungen. Eine sehr interessante die sogenannte Petrodollar-Flüsse, ist ein sehr gutes Beispiel, wie das gesehen werden kann. Es gibt auch modernerweise, also in der modernen Zeit, auch sehr schöne Beispiele. Die Finanzkrise bietet sich immer an als Gegenstand der Forschung. Und da sehen Sie, dass die Haushalte, das ist vor 10 Jahren, aber es ist eine sehr interessante Darstellung, ich finde nichts Besseres, die Anteil der Haushalte, die Wohnungseigentum haben. Und Sie sehen, das ist stark variiert über die Länder hinweg, es hängt auch mit dem Kapitalmarkt zusammen, aber Sie sehen, dass die Spanier, die Iren, die Engländer, die Amerikaner besitzen sehr viel Hauseigentum. In Deutschland ist es sehr bescheiden. Die Deutschen haben trotzdem viel Vermögen, aber sie haben es anders. Sie haben es bei der Bank oder sie haben ihr Auto oder sonst was. Und dann sehen Sie diese ganze Kontinuum, das hängt mit den Banken zusammen. Das würde heißen eigentlich erstens, entweder funktionieren die Kapitalmärkte anders, die Deutschen tun sich schwerer, irgendwie einen Kredit zu bekommen, das ist auch wahr, vielleicht ist es auch gut. Andererseits ist es auch so, dass Zinserhöhungen, Zinsveränderungen, auch Veränderungen der Wohnungsmärkte haben weniger Einfluss auf die Haushaltsentscheidungen als in Spanien, USA, in England. Und genauso kam es nach der Finanzkrise. Die Finanzkrise hat tatsächlich dazu geführt, dass diese, gerade die USA, die Haushalte in den USA, sich massiv ihre Ausgaben zurückgefahren haben. Und die gängige Interpretation im Vergleich zu anderen Industrieländern ist eben diese Bewertung der Immobilien. Ich komme gleich darauf zurück. Mit dieser Theorie können wir auch weiterfahren, indem wir fragen, was passiert, wenn der Zins sich ändert. Der Zins ist das Maß aller Dinge in diesem Modell. Das ist die Möglichkeit, Ressourcen hin und her zu schieben. Heutzutage sind die Zinssätze niedrig, aber sie sind nicht null. Wenn Sie eine Wohnung kaufen möchten oder wenn Sie eine Kreditkarte hätten, könnten Sie tatsächlich Kredite aufnehmen, aber das kostet immer noch Geld. Es kostet Geld. Der Zinssatz für Sie, für mich, ist positiv. Ist es nicht für den Staat null. Insofern kommt die Frage, was passiert, wenn die Zinsen geändert werden? Was passiert nach einer Zinserhöhung? Und gerade dieses Thema der Diskussion, die der Sachverständigenrat hat, gerade in dem neuesten Gutachten,
heftig kritisiert, was die EZB macht. Die EZB ist die Europäische Zentralbank in Frankfurt, aber ist nicht nur von Deutschen kontrolliert, sondern es gibt von allerlei Europäer, die da darauf einwirken. Und die Zinsen sind sehr niedrig und man macht eine Offenmarktpolitik, die darauf gezielt ist, diese Situation aufrechtzuerhalten, auch wenn die Amerikaner ihre Zinssätze erhöhen. Dann stellt sich die Frage, was passiert, wenn vielleicht in einem Jahr oder vielleicht in zwei Jahren endlich mal die Zinsen hierzulande erhöht werden. Die Theorie hat ganz klare Aussagen, aber es kommt darauf an. Wenn Sie ein Kreditgeber sind, ist es ganz anders. Sie profitieren von den Zinserhöhungen oder von der Zinserhöhung. Wenn Sie Kreditnehmer sind, dann werden Sie natürlich das ganz anders sehen. Man kann drei Effekte identifizieren. Diese Zerlegung ist, es gibt eine Vereinfachung dieser Zerlegung, die ich gleich auch mal erzählen werde. Man kann tatsächlich von einer Substitution reden, von einem Substitutionseffekt. Man kann von einem Vermögenseffekt reden, also durch die Abzinsung zukünftiger Erträge. Oder wenn die Zinsen gesenkt werden, sind sie alle natürlich reicher, weil sie gegenwärtig wenn die Zinssätze gesenkt werden, werden sie reicher, weil sie eben zukünftige Erträge haben, die erhöht im Barwert wertvoller sind. Oder man kann das alles, und dann gibt es einen dritten Effekt, einen Einkommenseffekt. In vielen Lehrbüchern werden Einkommens- und Vermögenseffekt zusammengetan, aber es ist interessant, wenn Sie das angucken. Wir machen erstmal eine Zinserhöhung, weil es aktuell ist und vielleicht sogar bevorsteht. Vor allen Dingen in den USA wird im Dezember in diesem kommenden Monat darüber befunden, ob die Fed ihre Hyper-Ultra-Niedrigzinspolitik umgekehrt wird. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben den BWL-Studenten, wir haben den Berufssportler. Sie kennen ja die Einkommensprofile, könnte man so stricken, dass die denselben Barwert haben, damit es ein interessantes Experiment ist. Der Berufssportler hat alles heute, spielt Fußball, vielleicht fünf Jahre noch, könnte im Prinzip Barwert von Millionen haben, aber wenn Sie die Rechnung machen, haben Sie auch wahrscheinlich einen Barwert von einer Million oder zwei. Machen Sie das mal zu Hause mit einem Spreadsheet. Das ist interessant. Aber Sie haben den Nachteil, dass Sie sehr, sehr lange darauf hinarbeiten müssen. Wenn Sie ein Fußballspieler sind und erfolgreich sind, können Sie es alles in fünf Jahren bekommen. Aber dann sind Sie verletzt und dann ist es vorbei. Dann müssen Sie Trainer werden oder was anderes. Okay? Und Folge einer Zinserhöhung bei den BWL-Studenten ist negativ. Nicht? Sorry. Bei dem Sportler, wenn er vernünftig anlegt, wird er noch besser gestellt, wenn er gut anlegt. Er kauft sich ein paar Restaurants, legt in griechischen Anleihen an und ein bisschen Risikoaversion ist auch dabei, vielleicht ein bisschen Amerika und hat eine sehr schöne Verbesserung seines Portfolios, seine zukünftigen Chancen erreichen. Ich kann das ein bisschen auseinander, wir haben so ein Bild, sehen Sie gleich. Man kann trotzdem diese Zerlegung vornehmen. Also es geht ein bisschen nach Hicks und Marshall. Hicks war der, so nach Marshall in England, der hat wirklich das alles ein bisschen mit Nutzen durchdacht. Also der Marshall war immer so Einkommen konstant, was passiert. Deshalb werden wir eher, weil ich eben Hicks moderner finde, wir halten Nutzen gleich und fragen, was macht der Agent, der Haushalt, wenn die relativen Preise für Konsum heute und morgen sich ändern. Konsum heute in Gütern von morgen oder umgekehrt, das ist der Anstieg der Budgetrestriktion. Was passiert? Also der Zinserhöhung heißt, im Prinzip ist Konsum heute teurer verglichen mit Konsum morgen, weil im Prinzip, wenn ich 1 Euro anlege, kriege ich 1 plus R morgen und R ist höher morgen. Das heißt eigentlich, wenn ich den gleichen Nutzen behalte, würde ich lieber Konsum aufschieben auf morgen. Das würde heißen C1 runter. Dann kommen diese anderen Effekte. Also man könnte sagen, okay, wenn ich mal mich beschränke auf das Einkommensbündel, das ich hätte oder hatte und ich will das ja unbedingt noch kaufen, dann würde es eigentlich heißen, dass ich noch mehr kaufen kann. Und das ist von Marshall eigentlich, diese Überlegung. Der erste Effekt ist mehr so Hicks, zweiter Effekt ist Marshall. Also im Prinzip das alte Bündel, ich kann immer noch ein bisschen so auf die hohe Kante legen und ich könnte
also ich diskutiere das auf Gegenwart, das heißt mehr Konsum heute. Und dann gibt es einen Vermögenseffekt. Und der Vermögenseffekt ist reine Abzinsung aller Einkünfte auf die Gegenwart. Und wenn der Zins steigt, wenn ich irgendwelche Einkünfte morgen habe, wird das weniger wert sein. Das heißt, eigentlich bin ich ärmer dran. Und diese drei Effekte kann man grafisch darstellen. Und wie gesagt, in den meisten Lehrbüchern werden 2 und 3 zusammengefasst. Aber man kommt immer auf die, man hat einen Nettoeffekt, den Sie sehr deutlich sehen können. Und letztendlich kommt es darauf an, ob Sie Kreditgeber oder Kreditnehmer sind. Okay? Also, wir machen erstmal den Schuldner. Nicht? Hier ist Robinson Crusoe, der Student. Das Einkommen bei Punkt A. Und dann haben wir Robinson Crusoe, der Profisportler. Und der wird der Gläubiger sein. Okay? Haben wir dieselbe Budgetrestriktion, selber Zins, damit das überhaupt ein Experiment sein kann. Und beide haben ähnliche Präferenzen. Man kann die mit identischen Präferenzen ausstatten. Das macht alles natürlich noch stärker. Aber die Zeichnung ist nicht perfekt. Also auf jeden Fall Punkt R bei dem Sportler und bei dem Studenten sind sehr, sehr vergleichbar. Also im Vergleich zu ihren Einkommensprofilen, die durchaus unterschiedlich aussehen. Und jetzt kommt die Zinserhöhung. Sie sehen, es führt zu einer Rotation der Budgetrestriktion um Punkt A, weil der Punkt A per Annahme, das ist die Ausstattung. Und da sehen Sie eine erhebliche Beschränkung meiner Budgetmöglichkeiten als Student, weil ich sowieso die Kapitalmärkte voll ausgenutzt habe, um zum Punkt R zu kommen. Und diese Zinserhöhung schlägt voll ins Gewicht, wobei bei den Profisportler hat plötzlich die Möglichkeit, noch interessante Dinge zu erreichen in der zweiten Periode, weil er darauf einwirken oder noch bessere Kreditbedingungen sein Geld ausleihen kann. Also die orange Indifferenzkurve liegt unterhalb von der ursprünglichen bei dem Studenten und bei dem Berufssportler ist es umgekehrt. Da sehen Sie tatsächlich eine Zinssenkung, wäre genau in umgekehrte Richtung. Nicht? Das heißt, der Schuldner freut sich über die Zinssenkung. Er kann von dem Punkt A noch höhere Indifferenzenkurven erreichen. Und er kann natürlich immer sagen, nee, ich mache das nicht, dann bleibe ich bei Punkt A. Er kann sich nicht schlechter stellen. Und eigentlich kann man beweisen, er wird sich immer ein bisschen besser stellen. Und bei den Profisportlern sind bei einer Zinssenkung Verärgerung vorhanden. Umgekehrte Richtung. Und dann verstehen Sie plötzlich, warum Leute hierzulande vorwiegend sich ärgern über die EZB-Politik. Es ist eine schlechte Stellung für alle Leute, die Geld auf die hohe Kante gelegt haben und versucht haben, für die Zukunft zu sorgen. Die Versicherungen, die Lebensversicherungen haben, das sind unsere Vertreter sozusagen, die verkaufen die Polizen, die unsere Eltern kaufen und davon leben wollen, die werden auch tangiert. Das ist nicht nur irgend so ein Berufssportler, sondern es gibt auch Haushalte, die über den Markt versucht haben, sich zu versichern. Deshalb gibt es diesen Druck von der deutschen, holländischen, finnischen Seite, weil das eben eher Gläubiger sind. Die EZB soll zügigst mal wieder zur Normalität zurückkehren, wobei die Leute, die verschuldet sind, die Spanier, die Portugiesen, die Italiener, die Griechen, die haben kein Interesse an der Zinserhöhung. Man kann das verstehen, man braucht nichts zu kritisieren. Es ist eine Feststellung, ein Auseinanderdividieren der Interessen ist genau das, was eine Währungsunion nicht haben sollte. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Leute, die die Währungsunion geplant haben, eigentlich alles vermasselt haben. Das ist einer der wichtigsten Gründe, eine Währungsunion zu haben, ist, wenn man gemeinsame Politik machen will. Und hier sind 2 verschiedene Politikrichtungen gewollt und es ist nicht möglich. Nicht in einer Währungsunion mit einem gemeinsamen Kapitalmarkt. Insofern verstehen Sie über diese Logik die unterschiedliche Einschätzung der Politik der niedrigen Zinsen. Obwohl wir alle wissen, dass niedrige Zinsen positive Effekte haben, zum Ende dieser Veranstaltung werden Sie lernen, dass eine Zinssenkung insgesamt positiv auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage auswirkt. Es wird auch zu einer Abwertung des Euro führen. Und das ist nicht nur gut für die Griechen und die Spanier, es ist auch gut für die Deutschen. Allerdings exportieren die Deutschen nicht so sehr
währungssensitive Produkte. Aber das ist auch besser so. Die Deutschen brauchen keine Exportüberschüsse mehr. Die brauchen eigentlich eher ein bisschen davon zu leben. Das ist meine persönliche Meinung, nur eine Meinung. Also die Auswirkung einer Zinserhöhung oder Senkung kann eindeutig gesagt werden, aber wir müssen die relative Stärke der Kreditgeberschaft, wenn Sie wollen, oder die Kreditgeber zu wissen. Ansonsten können wir keine eindeutigen Präferenzen aussprechen. Und es geht so weit, dass wir tatsächlich sagen können, dass es die Menschen besser oder schlechter gestellt werden durch diese Zinsänderung. Und eine Verteilung ist vorhanden, eine Verteilungseffekt. Man spricht sehr viel von Verteilungseffekten. Und Sie sehen ja, das ist die Schwäche der Modellierung eines repräsentativen Haushalts. Es gibt keinen repräsentativen Haushalt in dem Sinne. Es gibt Kreditgeber und Kreditnehmer, ansonsten hätten wir keinen Kapitalmarkt. Insofern müsste man eigentlich immer, selbst bei einer raffinierten makroökonomischen Modellierung, die nicht 150 Gleichungen beinhaltet, müsste man eigentlich zur Kenntnis nehmen, dass es diese unterschiedlichen Interessenslagen geben kann. Und das ist auch wichtig für die Politik. Ja, wir machen die ersten Vorstöße für die mathematische Modellierung. Ich werde das nächste Woche auch fortsetzen. Falk, den Sie schon kennen, wird das auch fortführen. Ich mache jetzt die Grundannahmen. Wir haben zunächst einmal zwei Perioden vollkommener Voraussicht. Jetzt versuchen wir mal, die ganze mathematische Maschinerie anzuschmeißen, um diese Bilder zu erklären. Es gibt diese Nicht-Eindeutigkeit und es ist immer so gut zu wissen, wo diese Nicht-Eindeutigkeit herstammt. Wir schreiben eine Nutzenfunktion auf, die diese Eigenschaften hat, aber wir legen nochmal eine Eigenschaft drauf, nämlich Zeitseparabilität. Wir gehen davon aus, dass man die Präferenzen über die beiden Perioden reduzieren kann auf diese Additivseparabilität, diese additive separable Formulierung, die Sie jetzt sehen können. Also diese gleiche U-Funktion, U von C1 plus Beta U von C2 und U mit ganz dick aufgetragen, das ist die allgemeine Nutzenfunktion. Also insofern sprechen wir von einer Spezialisierung oder einer Spezifikation von dieser Nutzenfunktion, die ganz allgemein oben steht. Und wir werden davon ausgehen, dass diese periodische Nutzenfunktion, nicht FetU, Eigenschaften hat. Die erste Ableitung sei positiv, die zweite Ableitung sei überall negativ. Also abnehmende Grenznutzen von Konsum. Und wir werden auch davon ausgehen, dass die Konsumenten eine Zeitpräferenz haben, die positiv ist. Das heißt, die subjektive Diskontrate Rho sei positiv und das würde heißen, dass die Bewertung von Nutzen aus der Zukunft mit Beta gekennzeichnet werden kann und das ist eben dieser Diskontfaktor. Den werden Sie in zukünftigen Veranstaltungen sehr häufig sehen. Das wird auch in der Finanztheorie verwendet. Also man unterscheidet zwischen Nutzen-Diskontfaktor und Diskontrate. Und als Ökonomen, ob BWLer oder VWLer, müssen Sie das verstehen. Gut, die Budgetrestriktion haben wir schon. Jetzt ergänze ich das um ein Vermögen. Das heißt, ich gebe dem Haushalt A1 als ein bisschen Geschenk, ne, ein bisschen Geld unter dem Kopfkissen. Oder irgendwie, man kann bei, egal wie Y1 und Y2 ausfallen, kriegt man auch die Möglichkeit, man kann das als Sozialhilfe bezeichnen oder man Hilfe von den Eltern oder ich habe Geld auf der hohen Kante von der Vorperiode, also Kuso kam mit irgendwelchen Kokosnüssen zum Beginn der Zeit. Alles exogen. Also dann ist das Problem relativ einfach darzustellen. Also es ist ein Maximierungsproblem, aber nicht ohne Beschränkung. Nicht? Also man maximiert den Nutzen, indem man einfach die Indifferenzkurven immer weiter nach außen schiebt, aber irgendwie stößt man gegen die Grenzen und dann geht es nicht mehr. Also uneingeschränkt würde es heißen, also ich nehme C2 und C1, um quasi dieses Objekt am größten zu machen, aber ich habe die Nebenbedingungen
Und das ist meine Budgetrestriktion. Es gibt zwei Strategien, dieses Problem zu lösen. Man kann den Lagrange-Ansatz anschmeißen. Den kennen Sie aus der Mathe. Ich werde Ihnen den Gefallen tun. Ich werde das nicht tun jetzt, weil es eine einfache Möglichkeit gibt. Wir wissen, dass dieser Konsument immer eine Innenlösung hat, per Konstruktion. Und wir sehen keinen Grund, irgendwie die Ecklösungen in diesem Fall anzuschauen. Deshalb kann man stattdessen den Lagrange-Ansatz zu verwenden, kann man tatsächlich einfach substituieren. Ich nehme die Nebenbedingungen und setze ein in der zweiten Periode. Da habe ich eine uneingeschränkte Optimierung über C1. Mit der Logik, wenn ich mehr heute ausgebe, habe ich zwangsläufig über den Kapitalmarkt weniger morgen über die Budgetrestriktion. Und das hat Implikationen für meinen Nutzen, den ich aus dem zweitperiodischen Konsum ziehe. Okay? Und das sieht man mit Hilfe der Differentialrechnung. Also man leitet diesen Ausdruck ab nach C1. Alles andere ist gegeben, exogen. Morgiges Einkommen ist gegeben, heutiges Einkommen ist gegeben, Zinssatz ist exogen, Beta ist exogen und die Nutzenfunktionen sind konstant. Das ist eine ganz einfache Anwendung der Differentialrechnung. Nimmt eine Ableitung und denken Sie mal, wenn Sie die optische Hilfe brauchen, Sie besteigen einen Berg und irgendwann mal kommen Sie zur Spitze. Und wenn Sie auf der Spitze sind, können Sie sich nicht mehr bewegen und höher werden. Sie können nicht höher kommen, weil Sie tatsächlich auf der Spitze sind. Und das ist genau die Definition der Bedingungen ersten Ordnung zu diesem Problem. Ich habe keine Möglichkeit, meinen Nutzen zu erhöhen, indem ich ein kleines bisschen mehr oder weniger konsumiere, dabei auch beachtend, dass ich die Budgetrestriktion erfüllen muss. Also diese Bedingung erster Ordnung müssen wir einfach durchziehen. Erst ableiten und dann lösen. Und wenn Sie das machen, Sie machen es mit Falk, Sie werden sehen, dass man es ganz klasse wieder formulieren kann. Ich setze wieder die Budgetrestriktion ein und wir haben diese tolle Gleichung, die Sie immer begleiten wird in der Makro, auch in der Finanzierungstheorie. Die sagt einfach, wenn ich das richtig mache, ist der Grenznutzen von heute, von Konsum heute, ist gleich dem abgezinsten Wert des Nutzens, den ich hätte, indem ich diese Einheit von Konsum, darauf ich verzichtet habe, anlege zum Zins 1 plus R und das morgen ziehe. Okay, das heißt, ich kriege die Finanzbedingungen dabei, 1 plus R, das ist der Zugewinn an Ressourcen, die ich durch den Verzicht heute habe, aber ich kriege die Bewertung durch U' an der Stelle C2. Und das zinse ich ab, weil es Nutzen ist und Nutzen morgen bewerte ich mit dem Faktor 1 durch 1 plus Rho oder, wenn Sie wollen, Beta. Also, man kann natürlich auch weiter fragen, ist das wirklich ein Maximum? Deshalb haben Sie in der Mathe gelernt, Bedingung zweiter Ordnung. Also nur weil Sie die Bedingung erster Ordnung erreicht haben, könnte es sein, dass Sie hier im Tal sind. Sie haben tatsächlich, Sie können sich nicht verbessern, aber Sie verbessern sich nicht, Sie verschlechtern sich. Nicht? Deshalb müsste man immer checken, man muss immer mal prüfen, dass die Bedingungen zweiter Ordnung auch erfüllt werden. Und hier ist es ganz einfach, zweite Ableitung des Gesamtnutzens nach gegenwärtigem Konsum muss negativ sein. Okay, das können wir mal kontrollieren. Und ist es tatsächlich so? Weil U' überall negativ ist und der restliche Argument ist auch bei Einhaltung der Budgetrestriktion auch gegeben. Insofern sind wir im grünen Bereich. Wir haben tatsächlich, wenn wir das erfüllen, haben wir ein Maximum erreicht und wir machen uns am besten, stellen uns am besten anstatt uns am schlechtesten. Das ist immer so ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte. Gut, also ich bin zu Ende gekommen. Also wir haben nächste Woche noch im Visier. Wir werden komparative statische Analyse formal machen. Sie nehmen die Bedingungen erste Ordnung. Sie können tatsächlich sagen, okay, wenn ich an diesem Punkt gelangt bin, wie reagiere ich auf eine kleine Veränderung des Zinses zum Beispiel? Wir haben das schon grafisch gemacht, aber man kann das auch formal mathematisch machen. Und da kann man tatsächlich eine allgemein anwendbare Methode lernen,
die Sie auch in anderen Fächern der Volkswirtschaftslehre und BWL benutzen können. Und dann werden wir mal auf die empirische Evidenz für die Konsumtheorie und die Beschränkungen, zum Beispiel durch beschränkte Kreditmöglichkeiten, eingehen. Und dann zum Schluss Investitionen und dann sind wir in der nächsten Woche. Okay, vielen Dank, schöne Woche und auf Wiedersehen.